Ja, wunderbar. Okay, dann schauen wir mal, wo wir jetzt hier hinkommen. Wir brauchen in irgendeiner Form okay, Orange. Geh da durch. Wir schieben dich ein bisschen. Und dann geht's hier wieder auf Blau. Und dann schiebe ich dich noch ein bisschen zurück. So, dann ist hier wieder Orange. Nehme ich da hoch und da hoch. Und dann gehen wir hier wieder auf Blau. Dann können wir nämlich da hoch. Und dann kann ich hier hoch. Ah, okay, da ist der Ausgang. Alles klar. So, dann will ich nämlich dich jetzt hier rüber schieben. Nee, das wäre gelogen. Kann ich dich? Ja, genau. Dann machen wir hier mal Orange. Dann schiebe ich dich nämlich da durch. Quatsch. So. Hier lila. Nehmen dich mit. Hihi. So, und dann sammeln wir hier wieder blau. Dann habe ich jetzt nämlich den Spaß. Dann kann man das nämlich so machen. So wie sich's gehört. So, und dann kann ich nämlich zu dir sagen: Tschüss. Und was bringt mir das jetzt? Eigentlich nichts. Weil ich brauche den Blauen nicht da, sondern ich brauche ihn ja da drüben. Mit dem komme ich da nicht durch. Ja, ich glaube, ich muss da noch ein bisschen drüber nachdenken. Wie ich das jetzt am sinnvollsten mache. Also, wir machen. Okay, da habe ich einen Orangenen. Da habe ich eigentlich nichts. So, da habe ich einen Orangenen. Da habe ich einen Orangenen Fnuffel. Das bringt dem ja aber. Der bringt mir ja auch nichts. Der bringt mir auch gar nichts, weil. Ach doch, natürlich bringt er mir was. Der bringt mir. Nee, bringt mir nicht. Ich wollte gerade sagen, der bringt mir dann was, wenn ich den da oben runterschmeiße und auf den orangenen Pfnuffel drauf und den dann darüber schieb, damit der blaue drauf landen kann, damit ich den blauen darüber schieben kann. Aber kann ich ja gar nicht. So, wir können etwas probieren. Wir können sagen, wir probieren mal orange zu durchwandern und dann blau zu werden, lila zu werden und dann schiebe ich den da mal rüber. Das bringt mir gar nichts. Nö, das bringt mir alles gar nichts. Oh! Ah, das ist jetzt mal wieder ein kleines interessantes Rätsel. So, also. Ich kann jetzt hier mal sagen, blau. Dann habe ich dich, dann kann ich dich darüber schieben.
Soweit sogar. So, das bringt mir aber. Wie viel bringt mir das? Nichts bringt mir das eigentlich. Wenn ich den blauen runterschmeiße, dann landet der hier, aber ich kriege ihn nicht mehr hoch. That's what she said. He said. Was auch immer. So, wenn ich den da hinten runterschmeiß, dann kann ich den auch auf meinem orangenen Stapeln, das bringt mir aber auch nichts. Ich kann ihn in eine Kuhle schmeißen, das bringt mir aber auch nichts. Es sei denn, ich habe noch irgendwo so ein coolen Ding. So, wir gehen mal auf Orange. Ich muss was gucken. Nö, hier ist nichts. Zumindest nichts, was mich irgendwie zumindest nichts, was mich irgendwie weiterbrächte. So, und da brauche ich ja wirklich. Also eigentlich. Eigentlich reicht mir der Stöpsel da. Ah, ich bin doch manchmal echt besoffen. Okay, das ist gar nicht so schwer, wie ich mir das gerade einbilde. Das ist eigentlich total easy. So. Wir machen. Was machen wir denn hier? Wir gehen einfach mal hier durch. So, wir gehen da runter. Und dann holen wir dich wieder ab. Und bringen dich wieder hierher zurück. Dann gehen wir da durch. Gehen hier hoch. Sagen blau. Und schieben die ganze Chose darüber. So, dann sind wir lila. Gehen wir hier drauf. Sind wir blau. Ach, das war ja doof, genau. Dann gehen wir hier mal auf. Orange war's. Machen wir erstmal den da. Ach, da geht es gar nicht. Da brauche ich ja den Orangenen. Hi. Auch gut. So, dann gehen wir hier auf Blau. Nehmen den Orangenen mit. Gehen wir hier auf Orange. Dann nehmen wir den Schwarzen hier rüber. Gehen wir auf Pink. Schieben den Orangenen dahin. So, dann gehen wir wieder auf Blau. Geht hier gerade nicht. Gehen wir da auf Blau. Und dann schieben wir dich hier rüber. So. Dann gehen wir auf Pink und flitzen da rein. Gehen auf Blau und schmeißen den Spaß darunter. Yay! Bäm. So, was machen wir mit dir? Wir schmeißen dich da in die Kuhle. Ist alles gut so. Am Anfang ist es irritierend, aber eigentlich ist alles gut so. So. Dann nehme ich dich weg. Dich brauche ich nicht. Mach Orange, lauf durch dich durch. Mach Pink, kann hier drauf hüpfen. Mach wieder Blau. Komm hier hin. Okay, fast. Ja, wahrscheinlich muss ich es halt doch vertauschen. Okay, dann vertauschen wir den Spaß. Wir nehmen dich, schieben dich darüber, machen wieder auf Blau, schieben dich darüber, nehmen dich, schieben dich dahin. Wunderbar, und dann gehen wir auf Pink und dann schmeiße ich den Spaß hier runter, hüpfe hinterher, gehe hier runter.
Schmeiß da die Kiste rein. So, und was sollte das jetzt? Das Ganze soll jetzt das, dass ich jetzt einfach den Karton darüber schieben kann und selber dabei laufen. So, und bis dahin ist es in Ordnung und jetzt kann ich es von der anderen Seite ziehen. So, dann können wir Himmelblau nehmen. Hier geht's wieder runter. Ich nehme den Karton und ziehe ihn hier rüber. Und dann kann ich Lila sagen. Lila. Und ziehe einfach weiter. Und hier hüpfe ich hoch und sage Orange. Ah, das ist ja hinterhältig. Ha. Ist aber auch kein Problem. Ist aber auch kein Problem. So, dann machen wir hier Himmelblau. Und sagen wir hier wieder Lila. Dann schiebe ich dich nämlich wieder zurück. Okay, das wird ein bisschen diffiziler. Sagen wir jetzt Orange. Geht's nämlich genau dahin. So, und dann sagen wir hier Himmelblau und dann schiebe ich dich da gegen die Wand. Dann sagen wir hier Lila. Dann schiebe ich dich einfach bis zum Ende. Und dann habe ich schon den Schlüssel. Schlüssel. Okay, so. Machen wir auf Pink. Das tut's mir nämlich. So, dann geht's hier nochmal auf Orange. Und hier auf Lila. Und dann gehe ich nochmal auf Lila, um die Seite zu wechseln. Und dann gehe ich wieder auf Blau. Schiebe ich den so dahin. Dann gehen wir wieder auf Lila, um auf Schwarz zu hüpfen. Dann gehen wir wieder auf Blau, um auf Lila zu hüpfen. Und dann hüpfen wir auf Orange. Und dann hüpfen wir da hoch. Es war jetzt nicht schwer, es war bloß ein bisschen länglich und deswegen. Hat ein bisschen gedauert. Der Typ ist echt kurios, muss ich sagen. So, wir bekommen Rot. Caught red-handed. So, hier gibt es noch eine Tür, durch die wir dann gehen. Did you know, Hugh, that every language first has a word for black and for white, for dark and for light? The first color described afterwards is always red. The color of blood and wine. The color of anger. The anger I felt when I was told my experiments had gone too far. When Dr. Gray sided with the university, stopping my research altogether. For all our languages, for all our ways to communicate, it's funny how sometimes we simply cannot. It leads people to do things they regret, to steal, to break. Ob sie jetzt da der große Böse war oder der Dr. Gray, ist jetzt noch so ein bisschen die Frage. So, im Grunde können wir da wieder hin und dann nochmal versuchen. Alle Dinge einzusammeln, die wir da unterwegs verloren hätten. Aber ich würde es jetzt eigentlich ganz gerne erstmal lassen. Ich denke, ich würde jetzt auch ganz gerne eine kleine Aufnahmepause machen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wieso schalten sich gerade die Maus eigentlich ein? So, wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesitzung wieder. Und zwar an dieser Stelle.
Stelle hier wahrscheinlich. Da bin ich ja schon runter. Da war ich ja auch schon. Okay. Ja, die Frage ist halt dann, wo es weitergeht. Wahrscheinlich bei Rot. Ha, guck mal. Letztens sind wir halt dann da oben rausgekommen. Gehen wir mal auf Blau wieder. Okay, so kommen wir da regulär halt nicht hin. Ah. Wir erleuchten die Dinger mit Farben. Okay, wir sehen uns dann im nächsten Spiel an dieser Stelle wieder. Ich bedanke mich jedenfalls soweit schon mal für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch noch eine tolle Zeit. Cheerio mit Au und auf Wiedersehen.